Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil. An meiner Seite wieder die reizende Bloody Cat. Und wieder am Controller der Black Ring. Karte. Wir müssen in den Raum zurück, wo die Fallwand war, diese... So, mal überlegen, wie komme ich da hin? Diese komischen Wände, die sich so zusammengeschoben haben. Erste Obergeschoss, das ist schon mal eine Ansage. Weil wir müssen da doch in das Loch rein, was da war. Ja, das haben wir letztens vermutet. Ja, weil ich habe mir schon gedacht, dass der ganze Käse... Es liegt jetzt übrigens eine Woche ungefähr dazwischen. Ja. Und der Part wird ja schon... Damit wir morgen auch euch wieder Resident Evil bieten können... Ja, kommt jetzt das zustande? Du meinst heute? Oder besser gesagt, heute zustande, weil wir haben mittlerweile 3 Uhr morgens durch. Ja. Ja. Kein Hunter. Wir sind aber pünktlich. Kein Hunter, nix. Ja, ich habe gerade noch was anderes aufgenommen, was nach Dark Souls erscheinen wird. Und Bloody dann demnächst wieder mit Bioshock weitermacht. Ah, Gott sei Dank. So. Hier sind wir schon mal richtig. Dann müssen wir hier rüber. Die Tür. Karte. Habe ich Hunter überall ausgeschaltet? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich höre nichts. Oder wie soll man... Den Alter! Jetzt wird er so ein Rotkopf. Ich krieg die Motten. Jetzt geht's schon gut los. Gerade das andere beendet und jetzt kommt das. Ganz ruhig. Ne Katze? Ja. Die Katze hat sich diesmal von mir hingeplüscht. Da muss ich jetzt den... Nein. Gang wohl komplett runter. Merke, in diesem Gang ist ein Crimson Head und wahrscheinlich demnächst noch ein zweiter Crimson Head. Yay! Wir freuen uns nicht. Zwei Crimson Head auf einmal. Happy Birthday to you. Das ist mein Happy Birthday, habe ich schon hinter mir. Also jetzt bin ich dran. Ja. Aber das dauert noch. 2 Wochen. Ja. Ich weiß nicht. So, hier wollte ich hin. Genau. Genau. Ja. Vor den Füßen ist ein Loch. Ja, das ist auch nicht zu übersehen. Sie können nicht weit hineinsehen. Ja. Hinabsteigen. Ein Büchlein. Ja, in diesem Buch ist was ganz Tolles. Was wir uns auch gleich ansehen werden. Na, falsche Taste. Wieder geht mal. Schon wieder los? Geht schon wieder los. Prüfen. So. Ja, einmal drehen. Danke. Die Adlermedaille. Die werden wir auch noch brauchen. Hatten wir nicht schon die Wolfsmedaille? Ja. Oh nein. Viel Spaß. 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd. Formaldehyd. Und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meine Augen nicht trauen. Aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor, es war nie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn, Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilt. Nein, sie darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ja, sieht man an deiner Schreibweise. Warum widerfährt das mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Du bist noch gar nicht tot.
Ich war besessen davon, diesen schreckliches Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1976. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt ein Name. Gregor Trevor. George oder George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Isa, verzeiht mir. Durch mein Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für euch eure Sicherheit nehmen. George Trevor. So. Ein Name ist in einen kleinen Grabstein eingraviert. Hab ich schön vorgelesen. Ja. Schön so George mit Trevor. Emotion. Dann Schalter müssen Sie drücken. Natürlich. Ich drücke auch immer fremde Schalter. Ich einfach mal Schalter drücken. Mach ich jeden Tag. Genauso wie Cat, sie drückt auch jeden Tag Knöpfe. Bei ihm. Nur bei dir schnell. So, Leiter hinab. Oh! Irgendwie kam, hatte ich mal. Da hängt was. Was? Karte. Aber hier muss ja noch was sein. Hör ich das da unten? Ja. Raum jetzt grün. Raum ist green. It's a green room. Scheiß wie. Was? Warnung? Wir leben noch. No. Ich höre hier was. Ich höre ein Zombie. Wo kommst du? Sei ein braver Zombie. Der wird wohl wieder auferstehen. Da lag was. Durch. Also der wird definitiv wieder auferstehen. Ich hoffe mal nicht, solange ich noch hier unten bin. Also die Atmosphäre ist schon geil. Was? Ich stehe mitten im Wasser, da sprühen Funken. Geile Kombi. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Ja klar, ich habe auch immer eine Ersatzsicherung im BH. Jill hat doch wahrscheinlich noch eine Taschenlampe in der Schlüpper, wa? Weißt du eigentlich, wie viele Sachen wir in so einem BH tragen können? Ja, eine Menge. Aha. War das jetzt hier alles? Nein, hier muss nur irgendwas geben. Ihr bleibt erstmal liegen, ne? Ja, brav. Hier ist nichts. Stromversorgung ist bereits wieder hergestellt, okay. Ja, wir wollen ja gründlich sein, ne? Normalerweise blinken die Objekte in den Resi. Ah ja. Jetzt grün. Wildes Rumgeklicke bringt's.
Raccoon City. Ja, ich renne einfach mal durch die Gänge. Ja. Einfach mal durch die Gänge rennen. Mal wild die Gegenstände abdrücken. Und irgendwann findet man auch dasjenige. Dasjenige Objekt. Dasjenige Objekt, keine Ahnung. Der Begierde. Der Begierde. Hallo du. Eine Runde im Block. Ja, ne? Schön. Oh, jetzt willst du dich bitte schauen. Ich ruf lieber den Fahrstuhl. Ding! So, geht die Tür auf. Ah, ne, muss es draufdrücken. So, nächster Stock. Herren, Damen, Unterwäsche. BHs und Hangars. Als Modeberater steht Ihnen heute Zombie der Zombie Horst Günther von Günther der Zombie. Ja, Günther der Zombie. Ich mach doch nur Spaß, nicht dass hier wirklich einer kommt. Ach, nö. Das war Günther. Wir haben Günther so eben in den Kopf geschossen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Nach Anbetracht der Sache, dass Sie immer mich fressen wollen. Nein, ich will nicht prüfen, ich will kombinieren. Dass ich Günther jetzt erschossen habe. Ja. Ich habe aber noch einen gehört. Da sind ja noch Kräuter, mehr Kräuter. Alter, ich habe schon wieder viel zu viel Heilung. Wahrscheinlich noch so viel Heilung dann noch in Endgame. Ja, ich höre dich, Karl. Hey, wir sind jetzt. Wo bist du? Komm her. Hallo, wir sind angeboten. Er hatte Sonnenangebote. 10% Rabatt. Da ist ein glatter Schlüpper weggeflogen. Warte, Karte. So, weil hier ist der Raum, wo der Fahrstuhl war. Aber da sehe ich ja noch einen Raum, der... Da kann man jetzt die alte Tür aufmachen. Blinkelt, da. Das müsste der zumindest sein. Oh, meine Beine. Es sei denn, wir kommen da jetzt nicht mehr zurück. Oho. Oh, ach scheiße. Verdammt. Dann musst du wohl was nehmen. Ja, ich bin eher auf Warnung. Shit happens, kombinieren. Verwenden. Ist doch scheiße. Vorsicht, ich bin jetzt Nachtsicht. Ja, aber Magnum, Muni. Magnum. Da kann ich nicht Nein sagen. War das hier alles? Oh. Ficken Sie sich, Herr Spiel. Oh. Leck mich doch. Ja, egal, wir haben eh genügend. Ist das da unten eine Fallout-Rüstung? Oh, noch eine Batterie. Ja, die ist wenigstens so Zombie-Abwehr gedacht. Die kann ich so mitnehmen. Toll. Die Rüstung hat mich richtig an Fallout erinnert. Fallout? Fallout, da hat man auch so eine große Rüstung. Bis jetzt wieder so eine Art. In Dark Souls auch. Ja, wahrscheinlich war das nur so eine normale Rüstung. Mit der Batterie wüsste ich, was ich anstellen könnte. So, jetzt ist der Raum auch green. Ich könnte durch die Tür gehen, da glaube ich, haben wir die Schlange erledigt. Glaube ich? Ja. Komme ich da rein? Die war rot markiert, ich weiß nicht. Die ist kaputt. Ja, nee, dann komme ich da auch nicht rein. Weil da war das... Oh, mit der Motte sah schön aus. Was? Was? Die Motte da. Ah, oh, sieht schön aus. Ja, dann, ja, Schlange. Dann gehe ich halt da vorne durch die Tür. Ich hoffe, dass sie jetzt funktioniert würde. Ey, ich hätte bei so einem Licht hätte ich Angst, dass mir die Wohnung abfackelt. Ja. Vor allem bei den ganzen Juwelen oben drüber. Ja. Ergo. Wo lang? Wir brauchen mal eben ein Safe. Ah, jetzt stehe ich schon da wieder davor. Ah ja, gut.
Tür ID. Raus und einmal eine, Tür eine, einmal rein. Rum. Einmal rum. Und einmal bei um den Eingangs rum. Stimmt, einmal um den Pudding. Gesundheit, Katze. War das ein Bäuchchen oder war das ein Hiccup? Unsere Katze hat sich hier wieder angeschmust. Bei mir. Katzen halten zusammen. Ja, einmal hier rum. Und schon sind wir wieder in Safe Room. Ich weiß, wo die Batterie hin muss. Mhm. Ich weiß, wo die Batterie hin muss. Brauchen wir die jetzt oder brauchen wir die später? Ich müsste jetzt einmal gut überlegen. Moment. Karte. Da hatten wir nur den Raum, da ist die Schrotflinte drin. Aha. Da haben wir auch noch einen Raum. Wo? Da, wo die graue Tür ist. Unter uns. Ja, da. Okay. Okay. Da oben haben wir soweit alles abgegrast. Ich würde erstmal gerne wissen, was da hinten ist, wo die graue Tür ist. Ich glaube, da kann man gar nicht rein. Ich weiß es jetzt nicht. Erstmal legen wir ein bisschen Stuff ab. Ich sag ja, fürs wir haben definitiv fürs Endgame so viel Heilscheiß wieder. Jetzt fällt erst die Heilung auf. Also. Einmal die. Hä? Nicht mehr? Wir hatten noch eine Voice-Medaille eingesammelt. Da. War Magnum-Munition. Da Magnum-Muni. Die braucht. Nein. So. Hatten wir nicht eine Wolfsmedaille eingesammelt, sag mal? Ja. Ja, bei so einem Magnum-Munition. Sieht schon. Ich bin mir doch hundertprozentig sicher, wir haben. Ja, nein, so eine Medaille mit einem Wolf drauf. Ich bin doch sicher, wir haben so einen eingesammelt. Geh mal kurz runter. Nee, war Fahrbahn. Das brauche ich. Moment, was kommt jetzt? Ich speichere es nochmal. Sicher, sicher. Wie ist das, wir nachher so was haben wie letztes Mal? Ja, dann wo ich wieder was nachspielen muss. Ja. Hat mich total gefreut natürlich. Wir haben ja ein paar mehr Farben, das wäre toll. Ja, wir müssten eigentlich gleich noch ein paar finden. Wenn ich jetzt das vorhabe, also wenn das kommt, was ich mir denke, dann müsste es soweit sein eigentlich. Ganz 21. Müsste das nicht heißen 22 nach 21? Technischer Defektfehler. Ja, das Spiel kann ich bis 22 zählen. Ich nehme mal lieber noch ein. Was ist da drin? Nehme ich dich mal mit. Die gute alte Maggi-Mischung. Frisch geliefert aus Holland. Sicher ist sicher. So. Ja, also wir haben jetzt auch festgestellt, das Spiel kann nur bis 21 zählen. So, wo war die Türkarte? Da müsste ich hier rum. Einfach um den Pudding. Ja, hier rum. Die Hunter sind ja schon. Ja, die Hunter waren ja schon da. Die Putzfrau war sehr schnell. Boah, dieser Sound, ne? Wenn du hier reinkommst. Ja, dann das hieß, ich müsste nicht da runter. Hier runter. Darunter, ja. Nein, Tür und dann. Die erste Tür. Die erste Tür. Ist das euch schwer? Ich hab mich jetzt gar nicht dran erinnert. Ich meine, ich war da doch schon mal drin. Oder nicht? Das ist toll. Oh nein. Viel Spaß. Buch des Wächters.
Wächters? Wächters. 9. Mai 1998. Poker mit Scott und Alias. Von seiner Sicherheit. Von Steve, von der Forschung. Steve räumt ab. Aber ich bin nicht sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. Ich bin ganz sicher. Hm. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla oder Pilz. Gefüttert werden soll es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen mit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme raus, ehe zum Fressen begann. 11. Mai 1998. Scott wendete mich um, erweckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befehlte mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hatte er einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert, aber die Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Ich nehme mal die Normalstimme. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesen verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt widerlich. Die blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung Krankenabteilung. Mein ganzen Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur noch schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich muss den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir schleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist es auch ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Tierquäler. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt. Ich schwitze ständig. Als ich die Schwellungen an meinen Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker geht hier los? Was ist hier los? 19. Mai 1998, Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse, Hundefutter. 21. Mai 1998, juckt, Scott kam, hässlich, hab ihn gefressen, lecker. 4, juckt, lecker. Ja, das berühmte Tagebuch des Wächters. Und jetzt lernen wir den Herrn kennen. Hallo. Ach, du bist doch scheiße. Pistolenmunition. Da, auf dem Bett. Ja, es ist. Da. War das hier alles? Ja. Ja, meine Freunde, das war das berühmte Tagebuch des Wächters. Und dieser Schrank-Jump-Aktion, das war so auch im ersten Resident Evil-Teil so der erste richtige Jumpscare. Der erste? Ja. Also wir haben schon etwas erschreckt. Ja, das ist die Remastered. Hier ist auch ein bisschen was anderes. Normalerweise gibt es auch eine Aktion. Da steht trotzdem eine Sichel. Ja, weil hier gibt es normalerweise eine Aktion irgendwo hier in den Gang. Kamera. Ich komme doch aus einer Ecke in Hunter gesprungen aus in den ersten Teil. War auch immer recht nice. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Nicht, dass ich hier wirklich was vergessen habe. Und dann bringe ich auch gleich mal die... Ah, nee, Quatsch, mit der Batterie, da fehlt mir noch etwas, was ich mitnehmen muss. Ja, hier ist nur die Schrot. Da muss ich doch noch was mitnehmen, und zwar die Winde. Ja, die muss ich auch noch mitnehmen.
Unsere Katze wird wieder verwöhnt. Die wird nur geplügt. Wenn sie süß ist, dass sie immer den nächsten auch mehr streckt. Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist so. Ganz nein. Die Muni brauche ich nicht. 160, 175 Schuss, ja, Robo Deutschland. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Kurbel jetzt brauche oder später. Ich nehme sofort das Salon mit. So. Und jetzt gehen wir wieder in unseren Hinterhof, wo wir eigentlich dachten, wir müssen da nicht mehr hin. Wie? Da. Richtung, da oben, wo die beiden Pfeile sind. Achso. Da gehen wir jetzt hin. Aber brauchen wir nicht da dieses eine, Ja, das habe ich in der Tasche. Weil was uns fehlt, nicht. Was uns fehlt in der Regel, ist jetzt noch, der Steinsymbol. Also dieses, dieser Stein, dieser Rand für das andere Symbol. Und ich glaube, uns fehlt tatsächlich noch eine Medaille. Aber soweit ich weiß, hatten wir die Wolfsmedaille doch. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich müsste mir mal die Aufnahmen nachher nochmal ansehen. Da war ein Wolf, der so seitlich war und silber. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe keine Videos oder sonst was geguckt, wo mir das hätte auffallen müssen. Ich auch nicht. Ich meine, wir hatten eine Wolfsmedaille. Bin ich mir sogar fast sicher. Oder habe ich das irgendwie... Ich will mal was gucken. Jetzt bin ich einfach neugierig. Ich muss nochmal zurück. In den Raum, wo wir mit der Schlange gekämpft haben, ne? Ja. Die haben wir besiegt. Jetzt will ich mal halt nachgucken. Na, wir haben einfach nur ein falsches Spiel geladen. Ja, dann... Nochmal snacken. Dann fresse ich, dann lache ich mir einen ab. Obwohl, ich hatte doch ein Backup-Safe gemacht, ne? Wie? Weil, Moment, der Raum auf der Karte, der ist nicht markiert als grün. Ich glaube, ich habe einen Verspielstand geladen. Ja, sonst machen wir jetzt eben kurz Pause, schneiden das zusammen und erlegen wir nochmal die Schlange. Wisst ihr was? Ich folge Kittys Plan. Ich werde hier jetzt kurz einen Cut machen, weil sie wollte ja nochmal kurz nach dem Essen, glaube ich, sehen. Ich kann auch gucken, wie lange das noch braucht. Obwohl, wir sind ja schon knapp bei 29 Minuten. Ja, noch 2 Minuten. Dann schaue ich nochmal da eben nach. In den Raum. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao meine Freunde und vielen Dank fürs Einschalten.